Jo Leute, ich bin mal wieder spät auf, denn ich komme gerade vom Wirtshaus zurück und habe dort echt ein, zwei gute Biere getrunken. Habe dort am Stammtisch aber auch erfahren von einem älteren Mann, dass die Region Landkreis Sigmaringen mal richtig stark war, was Brauereien angeht und auch verschiedene Biersorten. Und da möchte ich mich morgen gleich mal auf Spurensuche begeben. Ich hoffe, ihr seid dabei. So, ausgeschlafen und mit einer guten Grundlage im Magen habe ich mich jetzt aufgemacht nach Hundersingen an der Donau, denn hier gibt es den Brauereigasthof Adler von der Familie Bischofberger und die empfängt mich jetzt in der Gaststube. Ich bin echt gespannt. Ja, der Gasthof Adler ist ein familiengeführter Betrieb. Hat schon eine lange Historie. Wir sind schon über 300 Jahre hier auf dem Adler. Ich bin selber die 11. Generation. Die Brauerei selber gibt es sicherlich schon 200 Jahre. Genaue Daten haben wir in der Richtung nicht. Der Familienbetrieb wurde immer zuerst mehr landwirtschaftlich geführt. Landwirtschaft, Brauerei, Gaststätte weniger klein. Wir haben jetzt in den 80er, 90er Jahren das etwas geändert. Die Brauerei ist etwas kleiner geworden. Der Hotelbetrieb ist unser Hauptstandort mit der Gastronomie. Also wir haben handwerklich gebraute Biere und die aus alter Tradition sozusagen machen wir drei Biere, das Spezial, Pils und das Naturtrübe haben wir seit circa 15 Jahren. Ich versuche seit jetzt die Brauerei führe, auch Spezialbiere zu machen. Ich habe jetzt Rockerbier kreiert dieses Jahr und nächstes Jahr wollen wir vielleicht ein dunkleres Bier kreieren und so weiter. Also jedes Jahr so ein Spezialbier sozusagen zu kreieren. Wir sind jetzt hier in der Brauerei, in der Fertigung, wo das Bier gemacht wird. Im Hintergrund geht es ins Sudhaus. Selber stehen wir hier in der Füllerei. Hier wurden die Flaschen abgefüllt. Wir haben eine Stundenleistung von 3000 Flaschen, die wir alle 14 Tage so im Betrieb haben. Wir führen nur für einen Kollegen, füllen wir noch ab. Ja, und es funktioniert eigentlich sehr gut. So, jetzt bin ich in Innerringen auf der Schwäbischen Alb. Hier gibt es nämlich eine Besonderheit, brauereitechnisch gesehen, und zwar die Sonnenbrauerei. Wenn Sie schon mal hier eingekehrt sind in die regionalen Gasthäuser, dann haben Sie vielleicht schon mal das Sonnenbräu hier verkostet. Jetzt ist es aber so, dass diese Brauerei leider schon nicht mehr tätig ist. Also man hat sich immer gefragt, was ist hier los, warum gibt es hier eine Brauerei? Aber irgendwie hat man den Eindruck, da wird nichts mehr hergestellt. Und es ist tatsächlich eine Auftragsleistung von Zollerhof. Also das Sonnenbräu wird mittlerweile in Sigmaringen gebraut, haben wir jetzt aus vertraulichen Quellen erfahren. Aber die Marke gibt es eben weiterhin. Und das finden wir gut. Angekommen in Bingen befinde ich mich nun auf dem ehemaligen Gelände der Lammbrauerei des Gasthauses Lamm. Und zwar wurde auch hier jahrhundertelang ein vorzügliches Pilsner gebraut. Leider ist die Binger Lammbrauerei in den 90er Jahren dem Strukturwandel zum Opfer gefallen. Aber einen kleinen Trost gibt's, denn Binger Lammbräu wird weiterhin als Marke von der Schussenrieder Brauerei produziert, sodass kein treuer Biertrinker auf diese Spezialität verzichten muss. So, jetzt bin ich wieder zurück von meiner bierigen Entdeckungsreise durch den Landkreis Sigmaringen und ich muss doch zugeben, dass ich da einige Neuigkeiten aufgegabelt habe. War doch bestimmt auch was für dich dabei. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!